wichtigste Richtlinie ist die zu Anfang erwähnte, das zu Anfang erwähnte Verpackungsgesetz, was eben die ganze Fragestellung der Einwegverpackung regelt. Und diese Lizenzgebühr wird in der Regel von den Herstellern dann auf den Verbraucher umgewälzt. Das heißt, wenn ich eine aufwendige Verpackung um ein Produkt habe, dann ist das Produkt auch einfach teurer. Und so greifen dann die Marktmechanismen in Richtung Vermeidung und in Richtung bessere Verpackungsmaterialien zu kommen. Das ist die Idee dabei. 프라이부르크시 각지에서 분리수거된 재활용품과 기타 쓰레기들은 이곳에 모인다. 각종 폐기물을 처리하는 업체다. 색깔별로 분리배출된 빈 병들도 특수 설계된 컨테이너에 실려 이곳으로 온다. Und wir sammeln ungefähr im Stadtgebiet ca. 6600 Tonnen Glas. Das heißt, pro Einwohner ungefähr eine Glasmenge von 20 Kilogramm, 20, 21 Kilogramm pro Einwohner pro Jahr. 색깔별로 분리배출된 빈 병들은 이곳에서도 색깔별로 보관된 다음 재활용의 과정을 거치게 된다. 재활용품뿐 아니라 일반 쓰레기도 이곳으로 온다. 일반 쓰레기 중 별도 처리될 것들은 다른 공장으로 보내지고 이곳에 남겨진 쓰레기들은 소각 처리된다. 한편 이곳에서 처리되는 것 중에는 음식물 쓰레기도 있다. Also hier ist der Bereich, sag ich mal, wo überlagerte Lebensmittel und Lebensmittelreste aus der Gastronomie angeliefert werden. Das wird hier dann in dem Bereich ausgeleert, das Müllgefäß. Es wird dann in der sogenannten Hammermühle, wenn da noch Verpackungsmaterial dran ist, wird das Material entpackt. Es kommt dann in diesen Vorlagetank, die Organik, die Reststoffe werden hier ausgeschaltet über die beiden Ausscheider und wird dann auf 80 Grad erhitzt, die Organik, über eine bestimmte Zeit. Und dann entsteht ein Gärsubstrat und dieses Gärsubstrat bringen wir dann in in Biogasanlage, wo dann wieder daraus Energie erzeugt wird. 바로 음식물 쓰레기 처리 과정에서 생성되는 가스가 에너지가 된다는 관계자의 설명. Und dieses Rauchgas, das in der Hackschnitzelanlage entsteht, tun wir hier über sogenannte Mikrogasturbine Energie draus erzeugen, und zwar Strom und Wärme, diese Strom und Wärme, die man hier für diese Anlage braucht. Also wir sind dadurch völlig energieautark, wir erzeugen unseren Strom.